Ja, nach dem Restart hat alles gut soweit funktioniert wieder. Wir mussten ja das Auto reparieren nach dem Start, aber dann nach ein paar Runden ging einfach der Motor aus oder irgendwas hat gar nicht mehr funktioniert, habe keinen Vortrieb mehr gehabt und musste das Auto dann abstellen. Ja, wenn man so eine Schikane als erste Kurve hat, dann ist klar, vor allem nach dem Start wird es immer einen Unfall geben und in der Schikane passt eben nur ein Auto durch. Manche versuchen trotzdem irgendwie zu dritt durch die Schikane zu fahren oder zu versuchen dort zu überholen. Und ja, ich wurde dann von hinten angeschoben und bin in die Streckenbegrenzung. Dahinter gab es einen riesigen Stau. Gott sei Dank, oder ja, zum Glück gab es dann eine rote Flagge, wo wir unser Auto wieder reparieren konnten. Und dass ich wieder von P4 starten durfte. Aber ja, danach hatten wir ein technisches Problem am Auto und mussten aufgeben. Ich glaube, wir haben eine starke Saison, aber es fehlt einfach immer das letzte Stück, um das Ergebnis heimzubringen. Ich bin jetzt dieses Jahr fünfmal in Superpole schon gewesen und meistens gut unterwegs, aber ja, heute haben wir jetzt wieder das Ergebnis nicht heimgebracht und ich glaube, dass heute mehr als Platz 4 möglich war. Wir müssen einfach weitermachen und alles geben und irgendwann wird das Ergebnis schon kommen.